Paul kommt eine Viertelstunde zu spät zu dem Treffen. Doch bevor er nah genug ist, um sie zu küssen, bittet er um Entschuldigung. Er weiß, dass es sie fürchterlich aufregt zu warten. Also zeigt er ihr seine Hände, die voller Kratzer und Blutspuren sind. Sie stehen auf dem engen Bürgersteig vor dem Art Café, dem Bistro neben der Kirche Biserica Santo Giorgio. Die Straßenbahn fährt sehr nah an ihnen vorbei. Sie ist massiv und laut. Der Asphalt bebt unter ihren Füßen. Ea aude doar pe jumătate explicația lui însuflețită cum a reușit să se salveze din lift. A rămas blocat între etaje și a fost nevoit să folosească briceagul elvețian pe care îl are mereu la el pentru a deschide ușa liftului din exterior ca să poată sări din lift pe pardoseala de la etajul 4. Seine lebhafte Erklärung, wie er es geschafft hat, sich aus dem Aufzug zu retten, bekommt sie nur zur Hälfte mit. Er ist zwischen den Etagen stecken geblieben, so dass er sich gezwungen sah, das Schweizer Taschenmesser, das er immer bei sich trägt, zu benutzen, um die Fahrstuhltür von außen zu öffnen und in den vierten Stock zu springen. Als er davon erzählt, sammeln sich Schweißtropfen in seinen Augenbrauen. Er wischt sie mit dem Handrücken weg und zieht dabei eine zierliche Blutspur über die Stirn. Dieser Mann, der in einer Extremsituation mitten in Bukarest ums Überleben kämpft. Am liebsten würde sie ihn an ihre Brust drücken und ihm den Kopf küssen. Sie beherrscht sich aber.